Hallo und willkommen zur DAX-Index-Analyse am Freitagabend. Wir haben Freitag, den 12. April und es ist jetzt momentan 18.15 Uhr. Mein Name ist Christian Schlegel und vor euch liegt der DAX. Letzte Woche habe ich gesagt, mir fehlt noch so die letzte Meile, ja, noch so der letzte Kick, der letzte Squeeze-Out nach oben, der durchaus bis zu 12.331 gehen kann. Das war die Marke, die ich auch letzte Woche schon nannte. Das ist das sogenannte 81,8er FIBO von dem All-Time-High 13.600 bis zu dem Tief im Ende Dezember bei rund 10.300. Das ist der erste Punkt. Das ist dieser graue Bereich hier. Diese rote Linie hier ist der Downtrend, den wir haben vom All-Time-High 13.600 über zwei Berührungspunkte. Ich zeige es ein bisschen größer, die wir hatten im Mai und Juni letzten Jahres. Hier sind sie. Das ist dieser Punkt, der liegt etwas unter der 12.300. Dann haben wir das obere Band, weiterhin steigend, 12.200. Und dann haben wir als nächsten Punkt diese waagrechte Linie hier, das ist die 12.100. Machen wir mal den Chart ein bisschen zurück. Ganz alter Bekannter, haben wir gesehen im Februar 17, dann sind wir dann nochmal im Juli ran oder vielmehr Ende Juni, dann nochmal im August, das ist eine ganz alte, bekannte Marke, 12.100. Die Technik dreht auf hohem Niveau nochmal leicht nach oben, das kommt heute durch den Freitag. Das MACD ist noch negativ, kann sich hier gar nicht entscheiden, hat aber auch jetzt schon 8 Tage Seitwärtsbewegung, das heißt bei einer Seitwärtsbewegung ist dieser Indikator nicht besonders hilfreich, aber er ist leicht nach unten gerichtet. Die Bänder sind weiter aufgegangen, wobei das nur einseitig war nach oben in der Richtung des Marktes. Das untere ist stabil, passiert gar nichts. Das heißt aber auch für mich, dass dieser ganze Bereich zwischen 12.100 und 12.331 ist eine ziemlich wichtige Zone. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Da kann er rein, da sollte er auch rein. Aber es ist für mich jetzt momentan nicht auszumachen, ob wir dann hier beim oberen Band anhalten oder vielleicht bei der Horizontallinie bei 12.100 oder beim Downtrend oder das vielleicht sogar ein bisschen überbieten und gehen auf das 61er FIBO. Kann ich nicht sagen, aber das ist irgendwie auch vom Gefühl her so, der muss da nochmal rein, der muss diese Zone abarbeiten und dann mal schauen, was weiter passiert. Ich finde, man kann das auf dem 4-Stunden-Chart ganz gut sehen. Mach das hier mal rein. So. Und zwar waren wir hier bei der 11.848. Das ist dieser Bereich hier. Haben wir uns jetzt schon ein paar Mal aufgehalten. Da hat der Markt immer wieder schön nach oben gedreht und hat dann seine 150 Punkte gemacht. Ja, heute auch am Freitag. Ich behaupte, wenn wir diese 12.000, dafür ist der 4-Stunden-Chart ganz gut, wenn wir diese 12.032 mit Schlusskurs einer 4-Stunden-Kerze überbieten, also bitte nicht mit 5 Punkten, sondern wenigstens mal so 20, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in diesen 12.100er Bereich reingehen, recht hoch. Ich behaupte aber auch, wenn wir die 11.840 unterbieten, mit sowas, also mit einer 4-Stunden-Schlusskerze, dann beschäftigen wir uns nochmal hier mit diesem Bereich um die 11.500. Das ist so im ganz groben meine Meinung und da lege ich dann auch schon gleich die Scheine fest. Scheine. Hier sind sie. Also für das ist schon ein aggressives Teil. Für den Fall, wenn wir über die 12.032 gehen mit einer 4-Stunden-Schlusskerze, halte ich es durchaus für in Ordnung, so einen Schein hier zu nehmen. Das ist ein 11.793er. Da sind wir also hier. Der hat im Moment einen 60er Hebel. Das ist ein ziemlich heißes Teil. Das ist die GA4 G3R. Von Goldman Sachs. GA4, G3R. Also ich muss mir da nicht hier unten irgendwo einen Schein suchen, sondern ich gehe direkt unter dieses Unterstützungsniveau, was auch hier sich verbindet, nochmal mit dem 4-Stunden unteren Bollinger Band. Das wäre eine Geschichte. Ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn das zu heiß ist für Sie. Da müsste man eher einen nehmen, der so bei 11.250 liegt, wenn er das hier nach oben rausnimmt. Sollte er nach unten brechen, und die Chance ist genauso da. Dann muss ich mir einen Put suchen, der um die 12.100 liegt. Wenn wir hier drunter gehen, unter die 11.840 mit dem Schlusskurs einer 4-Stunden-Kerze,
dann bietet sich auch sowas hier an. Das ist ein Put, 12.151er, Open End. Reduziert also jeden Tag seine Basis. Ist momentan, sage und schreibe, ein 75er Hebel. Das ist ein richtig heißes Teil. Das ist von Goldman Sachs, die GM6 TAY. Aber nochmal, der kommt erst dann ins Spiel, wenn wir hier die 11.840 mit Schlusskurs an der 4-Stunden-Kerze unterbieten. Vorher nicht. Das sind aber zwei echte Hardcore-Optionen, muss ich wirklich sagen. So einen hohen Hebel, das hatte ich neulich mal im Gold. Das ging auch einigermaßen gut. Hat Spaß gemacht. Aber das ist richtig, richtig heißes Zeug. Das ist nichts zum Zurücklehnen, da muss man auch ein bisschen zuschauen. Aber ich finde, der Markt gibt diese beiden Punkte, 12.032 und 11.840, ziemlich offensichtlich vor. Also muss ich nicht irgendwo 500 Punkte weiter oben oder unten anfangen, mir da irgendwelche Scheine zu machen. Wenn ihr mal wissen wollt, wie sowas funktioniert mit den Scheinen, mit den Derivaten oder auch mit den ganzen Linien, mit den Stochastiken, mit den Trendfolgern, da kommt jetzt hier gleich so eine kleine Box. Ich mache relativ wenig Webinare, weil ich einfach zeitlich dazu nicht komme. Aber ich mache jetzt noch eins am, wann ist das, 11. und 12. Mai. Das mache ich über Skype. Da nehme ich nur 6 bis 7 Leute. Das ist also ziemlich kuschelig und wir lachen da auch eine Menge. Aber wenn euch das interessiert, in diesem kleinen Film, wenn ihr dann da drauf drückt, kriegt ihr mit, um was es da genau geht. Schaut euch das mal an. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.